Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem neuen Video zu Destruction All-Stars. Wir starten hier die zweite Folge. In der ersten Folge habe ich ja so ein paar Runden gespielt. Ich würde jetzt sagen, für diese Folge nehmen wir denselben Charakter mit demselben Auto und ich würde auch sagen, dass wir erstmal bei dem Modus Mayhem bleiben. Ich möchte mal so ein bisschen reinkommen, bevor wir was Neues testen. Keine Sorge, wir werden da mehr testen. Da werden auch andere Modis kommen. Ich werde auch mal andere Charaktere testen, damit man mal ein bisschen die Vielfalt zeigen kann. Aber um reinzukommen, würde ich, glaube ich, diese Folge noch so gestalten, dass ich mal bei Mayhem und bei meinem letzten Charakter bleibe. Und wir fangen jetzt auch mal an. Wir starten wieder ein Multiplayer-Spiel. Genau, Mayhem. Ja, Matchsuche. Ich muss ein bisschen in das Spiel reinkommen. Es macht mir unnormal viel Spaß. Es sieht richtig cool aus. Der Grafikstil ist wieder echt cool gewählt. Und ja, die Fähigkeiten. Ich finde, die Autos lassen sich auch gut steuern. Nur ich muss halt wirklich klarkommen. Also ich bin da noch recht neu. Deshalb ohne groß jetzt was anderes zu wählen. Einfach denselben Modus, denselben Charakter. Und dann schauen wir mal, wie sich das in dieser Folge entwickelt. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung mit dem Spiel gesammelt und könnt mal in die Kommentare schreiben, welchen Charakter ihr so am besten findet von den Fähigkeiten her. Vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben. Also ich bin offen für alle Art von Kommentaren und ja, ich lasse mich überraschen, was ihr so zu schreiben habt. Ich kann gerade nichts machen, außer warte auf Mitspieler. Also jetzt. Also die Fähigkeiten haben mich jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also noch einmal, mit dem Auto markiert man ein Ziel, um bei dem Ziel mehr Schaden zu machen. Und zu Fuß kann man so spezielle Schädel-Pickups sammeln. Aber naja, okay. Wir sind live hier in Tokio. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob man hier zu Fuß lost ist, also so nach dem Motto, die letzte Möglichkeit noch etwas zu reißen. Oder ist man hier zu Fuß eigentlich genauso stark wie mit dem Auto? Also ob das so balanciert ist, dass man mit beiden Mitteln gut gewinnen kann. Weil dann würde ich das ehrlich gesagt auch mal in Betracht ziehen, zu Fuß ein bisschen rumzurennen. Aber ich habe noch Schiss, dass das erstmal noch nichts bringt. So, ich hoffe, in dieser Folge sind wir schon ein bisschen besser unterwegs. Oh. Okay. Ah. So, du bist auch fast down. Ich kann nicht lenken. Ah, komm. Ja. Oh, mein Auto ist, glaube ich, gut gepanzert, kann das sein? Schnell, schnell, schnell. Ah, mein Auto ist fast down, aber den möchte ich noch holen. Den Spieler dort. Okay, aussteigen. Alles gut. So geil. So. Da kann ich ja nicht hoch. Okay, ich habe schon mal keinen Schaden bekommen. Oh, oh. Ah, knapp, Leute, knapp. Ist da einer drinne? Läuft bei mir? Nein, läuft nicht. Oh, er hat noch drei Leben gehabt. Oh. Schnell wegspringen. Okay. Man kann auch übrigens, wenn man die Spezialfähigkeit aktiviert, Doppelsprünge einsetzen. Das kann. Er will mich da. Weg, weg, weg. Was macht der da? Muss man am Auto hin und her fahren. Also nach links und rechts.
So, weg, abgeschüttelt, 3 Jahre später. Okay, bin ich erwischt? Ja, ey, ich hab ihn noch gerammt. Ja, manchmal bringt das echt nichts. Oh Gott. Okay, ich kann mein Auto rufen. Hat zwar mega scheiß Handling, aber egal. Irgendwas wird das schon bringen. So wie jetzt. Da haben wir das markierte Fahrzeug. Ja, ist ja gut. Ich will doch einmal das markierte Fahrzeug erwischen, Leute. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. So ein Wall Run kann man auch machen. Na ja, komm, ich nehme mal wieder so einen Van. Aber ich bin Siebter, diesmal ein bisschen besser. Oh, ich will mal ein Auto so richtig geil rammen, ey. Was springt der denn da rum? Und die wollen mich hier alle, guck mal, er will mich hier. Oh! So ein Frontalstoß. Ey, der hat ja kaum Schaden bekommen. Boah, den schlage ich jetzt. Komm her! Woohoo! Geil. Den schlage ich. Komm her, komm her. Komm her. Wir brauchen ein Auto. Ja, was will er denn jetzt? Ich will ein Auto klauen, ein Auto klauen. Ja, ist eh zu spät. 8. Platz. Hä, ist das immer derselbe Charakter, der auf dem 1. Platz ist? In der letzten Folge hatten wir doch auch schon den Charakter. Hieß der nicht so? Oder habe ich jetzt einfach nur das Gefühl, dass der Charakter so hieß, weil der Skin derselbe ist? Aber auch wenn es nur an dem Skin liegt, warum ist immer dieser Skin auf dem 1. Platz? Hat dieser Skin irgendwelche geilen Fähigkeiten? Müssen wir in der nächsten Runde wechseln? Okay, wieder 1000 Coins bekommen. Matchsuche. Ja, schon lustig. Ja. Also jetzt war ich schon besser als in der letzten Folge, muss ich sagen. Ich will jetzt natürlich keine große Klappe haben. Also es macht Spaß. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf Dauer aussieht, aber aktuell, es macht wirklich Spaß. Und ich denke mal, neben meinem Hauptcontent, also die Spiele, die ich halt immer in Let's Plays mache oder irgendwelche Guide-Formate, ich glaube, neben dem ganzen roten Faden kann es mal vorkommen, dass ich zwischendurch auch mal so just for fun einfach mal das Spiel zocke.
Warum nicht? Also sorgt mal für so ein bisschen Abwechslung zwischendurch. Ich schaue auch mal, ob ich vielleicht für die nächsten Folgen auch mal B2K wieder mit dabei habe. B2K für die Leute, für die es nicht sagt, der Name. Mit dem habe ich ein paar lustige Runden Gott vorgespielt. Und hat echt Spaß gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, wieder mit ihm hier so ein bisschen rumzualbern, Spaß zu haben. Also wenn man demnächst mal irgendwann mal wieder eine Folge kommen sollte, dann eventuell auch mit B2K, muss ich mal gucken. Ansonsten auch alleine, ne? Also muss man mal schauen. Aber cool. Action! Mayhem! Wir nehmen einfach... Ey, nee, stopp, Kollege. Okay, Vier? Nee, klappt nicht. Schade, okay. Okay, jetzt klaue ich noch. Warte, nochmal. Vier. Kreis. Nee. Ich brauche ein Auto, Leute. I need a car. I need a... Aber wie klaue ich denn ein Auto? Oh Gott, Leute, ich brauche doch einfach nur ein Auto. Okay, komm mal klar. Da. Ah, endlich, ey. Ich habe noch nichts gemacht. Oh, was habe ich denn für ein Auto erwischt? Oh, was habe ich denn für ein Damage gemacht? Oh, also ich habe nur die Schaden bekommen. Oh, was habe ich denn hier für ein krasses Auto erwischt? Oh Gott, da kann ich nicht fahren, ey. Ah, Einmal ein krasses Auto erwischt und dann kann ich nicht fahren. Aber aufs Übelste. Zack. Ah, es leckt hier ein bisschen rum, Leute. Aua. Komm. Okay. Das Auto möchte ich nochmal. Juhu. Warum brennt mein Auge? Ah. Muss ich ein bisschen Öl drauf schmieren, oder was? War schlecht. Der war echt schlecht, Leute. Give me a car. This is my car. So. Warum wir direkt einen Bugatti Veyron erwischt? Ein Bugatti Veyron? Passt, das haben wir Glück gehabt. Treffer? Boah, das falsche Auto. Ah! Ich habe immer so Angst, dass ich das Auto nehme. Ja, weiß ich ja nicht. Ey, auf einmal kommen 1000 neue Hindernisse. Gab's ja vorher auch nicht. So, jetzt kommt mein Special Car. So. Kommt her. Mein Auto bringt leider nur nichts. Also jetzt bin ich genervt, Leute. Jetzt bin ich echt genervt. Wozu habe ich denn die ganzen geilen Autos hier? Jetzt reicht's aber. Oh, ich habe so viele Punkte jetzt sozusagen verloren, zeitmäßig. Die haben auch irgendwie gefühlt so unsterbliche Autos. Was ja auch logisch ist, Autos können ja nicht sterben. Ich meine eher unzerstörbare Autos. Weil ich glaube, ein unsterbliches Auto habe ich auch.
im Visier durch Xero. Ach Leute. Weg, 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 weg. Steig ins Auto. Warum bin ich denn im Visier? Ah, da sind die Rotorblätter. Zack. Ja, ist ja gut. Unglaublich. Habe ich nur Glasautos? Kann das sein? Oh, das war mal ein schwer gepanzertes Auto. Wieder, glaube ich. 60 Sekunden, komm. Ich muss noch was reißen hier. Das war, glaube ich, gerade knapp mit den Rotorblättern. Knabbi, Knabbi. So einen kleinen Rammer zum Mitnehmen. Sag mal, was haben die für Autos? Ne, jetzt bin ich echt genervt. Leute, ich bin ja zu Fuß. Ich sehe kein Zebrastreifen. Witzig! Eine Runde spielen wir noch. Oh, da stand gerade Eliminierer mit so einem Emote. Yeah! Hey, wir tanzen. Du, du, du. Herausforderungen. Besser als in der letzten Folge, meiner Meinung nach, aber immer noch nicht satisfying, meine Skills. Also ich wäre euch echt nicht sauer, wenn ihr jetzt einfach denkt, so, ne. Also dem gucke ich nicht noch eine Folge zu. Das kann ich mir nicht geben. Schon mal ein Pluspunkt, definitiv, ist die Matchsuche. Die geht unnormal schnell. Also ich hatte jetzt noch nie das Gefühl gehabt, sehr lange warten zu müssen. Liegt vielleicht auch darin, weil ich nebenbei richtig viel quatsche. Nee, Spaß beiseite. Also ich finde, die Matchsuche ist hier voll in Ordnung. Klappt alles reibungslos. Nur, ich weiß nicht, seht ihr das in den Matches an sich, dass die Autos manchmal hin und her springen und irgendwie so einen kleinen Sprung haben? So einen Sprung machen? Weiß nicht. Aber ich glaube, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich meine, bei jedem Online-Spiel, was ich spiele, gibt es immer diese Server-Probleme. Vor allem so in den ersten Release-Tagen. Also, wie gesagt, eine Runde spielen wir noch und in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich früher oder später mal kommen wird, kann ich ja mal einen anderen Charakter testen und Brain AFK, einen anderen Modus. Ich bin auch nicht so überzeugt von den Fähigkeiten. Ich habe gerade gesehen, so eine Frau hat einen Flammstoß gemacht, ein anderer hat sein Auto zu so einer Presse verwandelt, hat mich hier direkt gewonnen. Also, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Charakter erwischt habe. Aber cool gemacht, also lustig. Ich kann mir das so mit Freunden und das echt cool vorstellen. Wenn mal irgendjemand eine PS5 hätte, ne? Haben wir aktuell leider sehr, sehr wenige. Nimm das Auto rein, schnell! Nein! Ey! Okay, wie schnell macht er das denn? Boah, der hat mich aber echt auseinandergenommen. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Ah! Oh, wie unfair. Der eine hat schon 19 Punkte. Ey, bei solchen Suchtis, ne, habe ich nie Bock auf solche Spiele, ehrlich. Ich habe Bock auf solche Spiele. Ja, das war jetzt eine Lüge. Aber ich
Habe ich den gerade umgefahren? Nein, jetzt mal ehrlich, solche Sucht, die machen mir einfach den Spielspaß kaputt. Auf dem ersten Platz jetzt schon mit 24 Punkten. Ich habe jetzt erstmal ein neues erstes Auto bekommen. Hau ab, ich habe mich jetzt auch zerstört und er hat mich auch fast zerstört. So, auch zerstört. Guck mal, ich brenne. Was meine ich? Ah, nein, K.O. Ah, ich brauche ein Auto. Okay, da haben wir wieder einen Van. Na, das mit dem Hochklettern finde ich noch nicht so gut gelungen, muss ich sagen. Also, ach guck, das Auto meine ich. Was ist das denn für ein Auto, ey? Gott, die haben mich einfach komplett auseinandergenommen. Ich will doch mal ein Auto wieder übernehmen. Ich weiß nicht, wann die Bedingung dafür erfüllt ist, ein Auto zu übernehmen. Ah. Ah, ich habe doch mein Spezialauto. Boah, das war knapp. Wo ist mein Spezialauto? Hier. Wo ist meine Zielscheibe? Oh, erwischt. Perfekt, nochmal. Aber er wird natürlich informiert darüber, dass er gerade im Visier ist. Okay, haben wir auch zerstört. Dich erwischen wir auch noch. Oh, komm, dich will ich jetzt erwischen. Egal. Hoch, 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 hoch. So, was bringen denn diese Schädel? Wo habe ich denn diese Schädel hier? Nein. Naja. Tschüss. Tschüss. Na, so lost, ne? Ja, fast. Okay, komm, ich hab kaum Leben. Das was muss, Leute. Ich will das Spiel mit Freunden spielen. Und tschüss. Oder nicht? Ja, ist ja gut. Das nächste Auto. Hat's geklaut. Ah, ich will nicht so ein kleines Auto. Ich habe das Gefühl, dass die größeren Autos tausendmal besser sind. Irgendwie. Nur 60 Sekunden. Ja, diese kleinen Autos sind zwar schnell, aber die muss man nur anrülpsen, dann explodieren die schon. Ma, jetzt klemm ich da. Doppelsprung, das Auto ist heftig, kräftig, das Auto ist kräftig. Warum springt der raus? Wollte ich doch gar nicht. Bin wieder rein. Komm, wir haben nicht mehr lange.
und zerstört. Und überfahren. Nochmal schnell Punkte sammeln. Okay, 10 Sekunden. Ah, okay. Puh. Aber diese Runde war richtig gut. Ich bin, glaube ich, auf dem 3. oder 4. Platz. Wenn ich mich nicht täusche. Everyday am Shufflin hat gewonnen. Level 4. So, ne, ich war auf dem 4. Platz. Das war schon cool. Also so schlecht war ich jetzt nicht. Hauptmenü. Ja, dann würde ich mal sagen, das war es auch wieder mit dieser Folge. Bin jetzt mehr reingekommen. Noch viele Fragezeichen tatsächlich. Also, ja, ich weiß, alle Anfang ist schwer. Man muss da reinkommen. Bei Online-Spielen ist das generell immer problematisch mit den ganzen Freaks. Man muss doch die Mechanik lernen. Hier und da, ich weiß alles. Deswegen chill ich auch. Ich reg mich immer auf, klar. Natürlich reg ich mich auf. Genau dafür werden auch solche Spiele gemacht, damit man sich aufregt, Controller gegen die Wand wirft oder sonst was. Aber mein Fazit jetzt nach den 2 Folgen, cooles Game, sorgt für Abwechslung zwischendurch mal, macht Laune. Ich stelle mir es mit Freunden noch besser vor, deswegen hoffe ich mal, dass beim nächsten Mal der B2K mit an Bord ist, mit dabei ist. Ich teste beim nächsten Mal einen anderen Modus und eine andere Klasse, um mal da so ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr könnt auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel hält, ob ihr das Spiel selbst zockt, wie weit ihr seid, welche Tipps ihr geben könnt. Abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.